Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles 2 und ja, sieht alles gut aus. Wir machen weiter in der wunderschönen Stadt. Direkt mal den Soundtrack runterdrosseln. So, vor der guten Stadt, wie ich sehe. Wir wollten uns genau mit den Holzfällern hier beschäftigen, denn die haben auch noch eine Nebenaufgabe für uns. Ja, ich bin ein bisschen orientierungslos. Gestern Aufnahme komplett ausgefallen, weil wegen Klausurwoche dementsprechend ein bisschen orientierungslos. Aber oh Gott, da ist er wieder. Den habe ich nicht vergessen, den guten Freund da hinten. Und wir sind tot. Toll. Okay, eine Nebenaufgabe bei den Holzfällern. Hallöchen. Seid ihr dafür verantwortlich? Ihr habt den Kran kaputt gemacht? Nein. Na gut, dann will ich euch mal glauben. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Aber was ist denn los? Na, ihr wollt wissen, worum es geht? Also, dann hört mal zu. Irgendein Spaßvogel hat bei unserem Kran das Kabel durchtrennt. Am Anfang dachten wir, das wäre durch Verschleiß gerissen, aber dann ist es wieder und wieder passiert. Jedes Mal, wenn wir es reparieren, ist es am nächsten Morgen wieder kaputt. Das kann kein Zufall mehr sein. Irgendjemand spielt uns hier ganz übel mit. Mist. Was denn nun? Wir müssen irgendwie die Zeit wieder gut machen, die wir durch das zerschnittene Kabel verloren haben. Aber wenn wir jetzt schon wieder ohne Kran dastehen, ist das gar nicht so einfach. Wenn du möchtest, helfen wir dir, nicht wahr, Rex? Na klar, was sonst? Wirklich, das würde mir echt aus der Patsche helfen. Wir hätten zwei Aufgaben für euch. Die erste wäre, dass ihr uns helft, den Kran zu reparieren. Natois, der Kranführer, ist eigentlich dafür zuständig. Er kann euch die Einzelheiten verraten. Na, okay. Das andere wäre, den Täter zu finden, der immer unser Kabel zerschneidet. Leider haben wir keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Petel, unser Lehrling, ist besonders heiß darauf, den Schuldigen zu finden. Vielleicht könnt ihr ihn dazu befragen. Verstehe. Okay, ihr findet die beiden beim Kran. Folgt einfach der Außenmauer, dann könnt ihr ihn nicht verfehlen. Na gut, dann zähle ich auf euch. Kransabotage. Hört sich ja super an, ne? Sachbeschädigung hier. Unfassbar. Okay. Na gut, machen wir. Ist das gigantisch alles. Ach ja, stimmt. Am 11., also vorgestern, war ein Nintendo Direct Mini, wo sehr viele neue Nintendo-Spiele angekündigt wurden. Wie können wir eigentlich anvisierte Gegner ändern, also wegmachen sozusagen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Nintendo Direct Mini. Und da wurden fabelhafte Dinge angekündigt. Von Dark Souls über, was war das? Dark Souls, dann noch ein kostenloses Mario Odyssey Update und. Good morning, rise and shine. Come out, come out. So, nehmen wir alles mit hier. Ach übrigens, es ist eine neue Beleuchtung unterwegs. Ob die ganze dann so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, keine Ahnung. Aber theoretisch kann es sein, dass das Ganze dann bald anders aussieht. Bin ich hier richtig oder? Der Kran ist wahrscheinlich eher innen, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ne, wie gesagt, neue Beleuchtung ist unterwegs. Das Ganze ist nur ein Versuch, das Ganze hier ein bisschen anders zu positionieren. Dann wäre das Ganze mit dem Schatten ein bisschen schöner. Ob das Ganze wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, keine Ahnung. Na, guck mal hier. Na, wie läuft's? Ja, mein Fuß ist wieder in Ordnung. Ich kann endlich wieder rumlaufen und springen. Und jetzt, von jetzt an, werde ich mir besser auf Monster Acht geben, wenn ich meinen Vater helfe. Und noch was, ich habe zum ersten Mal versucht, selbst was zu bauen. Ein kleines Bücherregal. Cool. Aber es ist echt schwer, Holz gerade durchzusägen. Keine Ahnung, wie mein Vater das so gut hinkriegt. Ja, kann ich selber auch nur. Also, ich bin auch nicht gerade der handwerklich Begabste. Voller Stolz vor kurzem meine ersten Regale aufgehängt. Hauptaufgabe? Ach, hier müssen wir die Sachen kaufen. Okay, aber wo ist denn hier ein Kran? Folgt der Außenmauer. Ich bin verwirrt. Bin verwirrt, verwirrt, verwirrt. Der möchte den Anhänger haben und hier ist noch eine neue Nebenaufgabe.
kennt ihr einen Laden oder kennt ihr ja gesagt den Laden Gemüsegourmet? Dann kennt ihr sicher auch die Tenne, die dort arbeitet, so ein liebes Mädchen, leider ist ihr Vater kürzlich verstorben. Ihre Mutter hatte sie schon vor längerer Zeit an eine Krankheit verloren. Jetzt ist sie ganz allein. Sie hat zwar ein gutes Händchen für neue Produkte, aber ob sie das ganze Geschäft alleine stemmen kann? Ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen um sie. Könntet ihr Tenne nicht ein wenig unter die Arme greifen? Ja, hau mal rein, erzähl weiter. Also als erstes solltet ihr bei ihr einkaufen, am besten jedes Produkt einmal. Wenn ihr euch mit ihren Waren auskennt, würde sie euch sicher vertrauen. Ich bin sicher, dann würde sie euch auch die Besitzurkunde vom Gemüsegourmet verkaufen. Dann heißt es, ihr wärt die neuen Besitzer des Ladens. Und dann könnte Tenne sich ganz auf sich konzentrieren und auf das, was sie am besten kann. Die Einnahmen fließen zwar nicht in eure Tasche, aber auch für euch hätte das viele Vorteile. Ihr könntet zum Beispiel leichter Gegenstände finden oder schneller laufen. Na, was meint ihr? Würdet ihr das für sie tun? Rex, ich bin mir sicher, das würdest du hinkriegen, oder? Oh, solange du bei mir bist, Pyra, gibt es nichts, was wir nicht schaffen können. Ha, das wollte ich hören. Wie gesagt, zuallererst müsstet ihr euch einmal quer durch das Sortiment kaufen. Und ja, auch ihr neuestes Produkt solltet ihr euch auch einmal ansehen. Den Puri-Salat. Helfen tut gut. Wir können Besitzer von ganzen Läden werden, echt? Sehr cool. Okay. Hier ist das ja. Alles einmal, hat er gesagt. Die Urkunde, okay. Der Einsammelradius für Items wird um 50 cm erhöht. Verdammt teuer. Echt? Der Laden gehört jetzt uns? Guten Tag, Chef. Haben wir wieder Lust auf ein tolles Essen beim Gemüsegourmet? Er ist deutlich billiger geworden. Cool. Man kann Läden kaufen. Oh, ich muss euch wirklich danken. So glücklich habe ich Tenne schon lange nicht mehr gesehen. Sie ist zwar äußerst freundlich, aber auch manchmal etwas stur. Deshalb hat sie strikt abgelehnt, als ich ihr als alter Freund meine Hilfe angeboten habe. Aber ich habe mir nun mal Sorgen um sie gemacht. Da musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Dank eurer Hilfe hat sie jetzt neuen Mut gefasst und wird den Laden ihrer Eltern weiterführen. Na, alles erledigt. Ach ja, genau. Ne? Das geht bei allen Geschäften übrigens. Ihr könnt überall alle Sachen kaufen und dann könnt ihr die Besitzurkunde erwerben. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Was genau ihr davon habt, ist von Laden zu Laden unterschiedlich. Auf eines müsst ihr euch jedoch Acht geben. Die wenigsten Läden haben bereits von Anfang an all ihre Produkte im Sortiment. Zuerst muss die Entwicklungsstufe so weit steigen, dass alle Waren verfügbar sind. Wenn ihr die Besitzurkunde partout nicht angeboten bekommt, müsst ihr einfach später wiederkommen. Oh, jetzt habe ich ganz schön viel eurer Zeit in Anspruch genommen, aber das war's jetzt. Hier habt ihr noch eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Danke. Cool. Wir können Läden kaufen, wie geil ist das denn? Helfen tut gut. Abgeschlossen. Du hast die Besitzurkunde von Gemüsegourmet gekauft. Diese gute Tat wird sicher vom Schicksal belohnt werden. Na, ich bin gespannt. Da oben ist noch ein Dialog. Ich frage mich jetzt echt, wo ist denn jetzt dieser komische Kran? Komm nicht richtig drauf klar. Missionsbuch. Kransabotage. Aktivieren, ja. Es ist außerhalb der Stadt, okay. Das Spiel wird doch so riesig. Hier draußen? Ach, da! Oh. Ja, peinlich. Na gut. Oh, hallo, entschuldigt, Leute. Ich bin hier gerade schwer zugange. Wenn du möchtest, helfen wir dir, nicht wahr, Rex? Na klar. Na gut, der Chef hat euch geschickt. Sollt ihr helfen, den Kran zu reparieren? Ja? Ja gut, dann guck mal hier. Das dicke Kabel wurde durchtrennt. Wir vermuten, dass jemand den Kran sabotieren wollte. Echt jetzt? Seht ihr die Stelle, wo es durchtrennt wurde? Der Schnitt sieht seltsam aus. Ich kapier's nicht. Bringt doch keinem was, die Arbeiten hier zu sabotieren. Egal, falls ihr irgendwo zufällig rausfindet, wer es war, naja, sagt uns Bescheid, ja? Okay. In der Zwischenzeit aber könnt ihr mir helfen, Materialien für die Reparatur vom Kabel aufzutreiben. 5 Aufziehbändchen bräuchte ich.
Ich finde überall in Gormod. Einfach beim Schatzsuchen die Glubscher aufhalten. Kein Problem. Das wollte ich hören. Danke im Voraus. Haben wir die schon? Wir haben schon sehr viel gesammelt, ne? Jo, 5 Aufziehrädchen. Die könnt ihr in ganz Gormod finden. Wird nicht so einfach, wie ich denke, ne? 3 von 5 Aufziehrädchen. Na gut. Hallo, wie läuft's? Na, hat Ava an euch gesagt, dass ihr mir assistieren sollt? Ausgezeichnet. Hört zu, wir benötigen dringend Informationen über den Kriminellen, der das Kabel durchtrennt hat. Okay. Die Vorgehensweise dabei ist euch überlassen, Agenten. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in dieser Stadt ist ein potenzieller Täter. Selbst die Tiere sind nicht unschuldig. Also hört euch überall gut um. Ja, das kriegen wir hin. Ich verlasse mich auf euch, Agenten. Krankriminell. Ich dachte erst krankkriminell. ja. Heißt das jetzt jeden? Na gut. Ja. Heißt das... Moment. Denkt ihr, wir bekommen Aufziehrädchen? Was sagt sie? Habt ihr schon Hinweise gesammelt? Als Agenten ist es eure Bürgerpflicht, den Täter aufzuspüren. Was ist das eigentlich genau, Bürgerpflicht? Die ardainischen Soldaten sagen das andauernd. Halten sich wohl für besonders toll mit ihren wichtig klingenden Begriffen. Geile Kinderlogik. Okay, ich denke mal, dass wir diese Aufziehrädchen wahrscheinlich durchs Tauchen bekommen, oder? Wenn dem so ist, können wir einfach ein bisschen tauchen gehen, dabei versuchen, den Talisman bzw. den Schlüsselanhänger zu bekommen. Und dann sozusagen 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Ja, wie gesagt, Klausurwoche ist momentan dementsprechend ein bisschen stressig, aber ein bisschen abschalten sei da mal erlaubt. Bergungsbedarf, ja, kaufen. Nehmen wir 5. Heißt, man könnte zur vollen Vollendung des Spiels auch noch alle Geschäfte kaufen. Das ist ja... Der Umfang steigt und steigt und steigt. Time for some treasure hunting. Yo. Alright. Alright. Oh man, did I come up with a load of guff again? Ich denke mal, dass hier dann diese Aufziehrädchen bei sind, oder? Just so. This will be a walk in the park. Ha! Eagle Eye! Why not? Yeah! Our emotions are in tune, Rex! My thoughts exactly! Ach, ich mag Dialoge. So, okay. Double spinning it. Yeah. Let's keep this up and we'll win for sure. Let's Rolling go. Rolling smash. Okay, ich muss schneller einsammeln. Die Items sind wieder weg. Okay, bring it up. Das ist natürlich fabelhaft. Yeah. Ah ja, und die gute Mia wartet auch noch in ihrem Gefängnis und wird bald hingerichtet. Wir machen nichts anderes, als irgendwelche Dinge zu sammeln. Das ist ja auch veranlasst. Ich habe auch schon überlegt, eventuell ein bisschen, es kommt Fachbegriff, zu grinden, ohne euch, im Handheld-Modus. Muss ich mir mal genau überlegen. Ne, dann ein paar Gegner einfach zu besiegen, die Sachen zu sammeln. Muss ich mal gucken, ob ich das mache oder nicht. Verlorene Glyphentafel. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Wir müssen die Items früher sammeln. Okay. Wir müssen jetzt direkt die Sachen sammeln, bevor die verschwinden, ne? Dann bringt das Ganze natürlich nichts. Den ganzen Tag da unten gewesen. Eieiei. No! Aufziehrädchen, tatsächlich. Cool. Ja! Ja!
I guess I really am the best. Why not? Okay. Na, so stark sind die nicht. Anchor shot. Ha! Losing focus, Rex? Don't my spinning power finish it. Gotcha. Ha! Gah! I guess down. I really am the best. Rolling smash. You don't stand a chance against us now. Yeah. Anchor shot. Ha! Okay. I guess I really don't spinning finish it. This. Go okay, for it. Here we go. Oh, das müsste der Finish sein, oder? Excellent. Jo. Why not? Easy peasy. Easy peasy. Okay, und nochmal. Na gut, wenn wir die Aufsichtsrädchen so bekommen, ist das ja ideal. Hup. Hup. Gut, das ist, wenn man die Kombination weiß, kein Problem. Ansonsten ist es schwierig. I'm back. Miss me. Und ein Fisch. Toll. Ein Special Fisch. Aufziehrädchen? Nee. 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 Schade. Aber keine Gegner immerhin, ne? Und. Boah. Perfekt. Ich will gar nicht wissen, wie schwer es später wird. Bestimmt so 6, 7 Tasten, noch schneller, noch kleinere Trefferrahmen und dann wird's. I love the smell of salvage. Aha, ich glaube, wieder nicht so toll, oder? Nee. Okay, bring it off. Keine Aufziehfeder. Ha! Ja! Our motions are in ja. Tune, Rex! Anchor shot! Ha! Why not? Ha! Double spinning edge! Ja, die machen schon mehr Schaden. Rolling smash! Give the word and I will unleash my fire! Yeah! Gotcha! Ha! Okay, hit it. No. Here we go! Ow! It's okay! Why not? Yeah! Anchor shot! Now, ha. Let's show them what we're really made of! We'll beat them with the power of friendship. Double spinning edge. Na gut. Easy peasy. War ja doch ganz okay. Und was haben wir hier? Ganz viel Zeug, Geld und Schlüssel an. Yeah! Meine Güte, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist aber hier cool. Easy peasy, sag ich nur. Time for some treasure. Okay, und oh. Einfach gleich zu Anfang, das ist echt jetzt, ne? Also das ist eigentlich jetzt, also fünfmal immer alles richtig. Also. Jetzt bitte gib mir mein blödes Aufziehrädchen. Ja, sieht gut aus. Bitte, 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 bitte. Ja, ja. Cool. Genau ausgekommen mit den fünf Stück. Der hat aber reingehauen. Salvage's honor. Thank you. You're all that means mine. A lot to me, Rex. Das You are all mine kam ein bisschen doof. Noch ein Schlüsselanhänger? Jetzt mach mich nicht fertig hier. Sag nicht, wir haben schon ganz lange welche. Okay, dann müssten wir jetzt eigentlich die Aufgabe auch abgeben können, oder? Mit dem Schlüsselanhänger. Wo müssen wir auch hin? Ja, die Bürgerbefragung machen wir mal später. Ich habe einen Schlüsselanhänger. Na, habt ihr euch entschieden? Bitteschön. Oh, vielen Dank. Oh, der Ofen ist ruckzuck wieder wie neu. Geil. Boah, freue ich mich gerade riesig drüber. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt ein paar Bürger befragen, ob sie denn hier die bösen Täter sind, die hier irgendwelche Krankabel durchschneiden. Na, ihr wisst ja, jeder ist verdächtig. Hier oben? Hä? Ach, da oben drauf. Okay. Ja gut, der könnte natürlich was gesehen haben. Easy peasy.
Kletter, kletter. Ach, wie cool ist das denn? Man kann hier hoch. Alter, die Stadt ist schon echt krass. Ich bin gespannt, was noch für Städte kommen, aber die ist schon echt geil. Ah, ja, Hauptsache lesen, eine tolle Wache. Also die Sache ist so, ich suche jemanden, der vielleicht... Ihr wollt wissen, ob ich jemanden Verdächtiges gesehen habe? Schon oft genug, ich halte hier schließlich nicht zum Spaß Wache. Mir entgeht nie etwas. Und was interessant ist? Oh ja. Nichts in letzter Zeit nichts eigentlich. Hm. Aber neulich hat ein Kollege berichtet, seine Einheit sei auf Patrouille von Unbekannten angegriffen worden. Zum Glück sind sie mit ein paar Schramm davon gekommen. Aber wer es auch immer war, die Angreifer müssen ein paar rechtfähige Schützen gewesen sein. Ah, verstehe. Das ist aber auch das einzige Verdächtige, woran ich mich erinnere. Dank Mor Adain ist es in Gomorrah recht friedlich. Okay. Überleben wir das? Ja. Nee, die Klinge fordern wir nicht nochmal raus. Dann müssen wir nochmal nach da oben. Wie kommen wir denn nach da ganz oben? Ah, neuer Dialog. Na, wie läuft's? Oh, hallo. Ich hab voll viele Freunde gefunden dank euch. Cool. Ah, die sind alle super nett. Die wollen sogar mit mir schwimmen gehen und es mir beibringen. Und im Gegenzug helfe ich ihnen manchmal beim Lernen. Cool, oder? Wahnsinn. Ich habe mir sagen lassen, also ich habe gelesen, dass wir sogar durch Dialoge später noch die Stadt verstärken, beziehungsweise vom Stand her erhöhen können. Na, also müssen wir auch alle Dialoge führen, uns schön umsehen, umhören und so weiter und so fort. Aber das machen wir ja eh. Wie komme ich nach da oben? Keine Ahnung. Wie? Müsst ihr hier eigentlich hoch, oder? Ach, der gute Edgar. Ist oben. Ich bin da nach oben. Wir schlafen mal ein Ründchen. 180 ist in Ordnung. Aufstieg möglich. See, Gramps, I'm getting better. Wie der immer seinen armen Opa triezt, Mensch, das ist so gemein. Ja, ja. Morning, Rex. Did you sleep okay? Ugh, I slept like a baby. Good morning, ist immer noch abends. Wie komme ich nach da oben? Hier hoch? Ernsthaft? Nee. Really? Takaka liebt hohe Orte. Hat ganzes Jahr gedauert, auf Dach hier zu kommen, aber endlich geschafft. Cool. Herr Taka hat großen Traum, eines Tages Spitze von Windmühle zu erklimmen. Aber Kopf ist ganz leer. Keine einzige Idee drin, wie Takaka so hochkommen könnte. Darum hat Takaka gerne Klinge. Mit Klinge könnte Takaka in einem Hops Spitze erreichen. Vielleicht kann Takaka eines Tages ja Meister werden. Bestimmt, mein Kleiner. Ernsthaft? Echt, ey. Wir müssen hier rüberlaufen. Das ist ja höchst kompliziert. Alter, hier oben ist der ja mit der... Was? Ein Kerl mit seiner Klinge. Okay. Nein! Das war nicht so gut. Okay, das war auch nicht so gut. Hopp!
When did it get so late? Oh, and I've started glowing. I'm a bit self-conscious. Das ist total krass, dass man hier oben langlaufen muss. Aha. Ob Gerüchte von nah oder Gerüchte von fern, Valma hat all ihre Gerüchte so gern. Also ich möchte gerne wissen, ob du, nun ja, also, ob ich eine Ahnung habe, wer den Kran kaputt gemacht haben könnte. Da fragt ihr die Richtige. Ich habe gehört, dass ein Meister wohl zwei verdächtige Gestalten am Baum am Stadtrand gesehen haben soll. Verstehe. Glaubt ihr, das waren vielleicht ein paar Verbrecher, die den Ort hier auskundschaften wollten? Was für ein gruseliger Gedanke. Als ob die Welt für ein Mädchen wie mich nicht schon gefährlich genug wäre. Hä? Fehlt nur noch ein Hinweis. Haben wir hier noch irgendwas vielleicht? Schatz oder so? Tatsache. You're all mine. War jetzt auch nicht leicht, hier hochzukommen, ne? Von der Richtung her. Oh. Nee, guck mal, wer da ist. Der Typ. Komm leider nicht rein. Mit dem Schatz. Der Kerl, der Pyra suchen soll. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Da kommen wir schon irgendwann noch rein, das glaube ich. Na gut, natürlich das allerhöchste Gebäude da oben. Na gut. Hängt da doch ein Titan dran? Nee, ne? Glaub nicht. Poyo Poyo. Also, weißt du vielleicht irgendwas von wegen... Na, geht im Kran immer kaputt? Hab nur ein Gerücht von Amas gehört. Ist also möglicherweise Bockmist. Amas reden viel, wenn Tag lang ist. Jedenfalls haben arme Mamas bei Plausch erzählt, dass Tutans großen Schabernack getrieben haben. Echt? Aber wenn Tutans in Stadt randelliert haben, wieso dann noch kein großer Geschrei unter Bürgern? Poyo Poyo hat kein großes Geschrei gehört, also muss Gerücht falsch sein. Okay. Na gut, dann also auf zurück zur Stadt, beziehungsweise zum Kran, weil damit sind die Ermittlungen erstmal abgeschlossen. Können wir eine neue Fähigkeit erlernen eigentlich? Charaktere. Da haben wir schon viel mehr Waffen hier, ne? Jetzt einfach mal ein bisschen sparen, oder? Ermöglicht Anschluss von Meistertechniken an Meistertechniken. 3000. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Da, da. Dann ändert sich hier bald noch der Wolkenstand und guckt euch mal den Himmel an, ey. Es ist alles so hübsch. Meter? Wo soll ich denn hingehen, bitte? Ganz schön weit, oder? Wo soll ich hin? Da oben sind alle Gegner viel zu stark für mich, oder nicht? Jetzt ist unten.
Come out, come out. Oh. Alter, nein. Komm schon. Ich dachte schon, das wär's gewesen, ne? Okay. Das ist hier irgendwo, okay. Ja, nee, das ist vielleicht doch machbar. Okay, bring it up. Ja! Ah, Stufe 11, was schon? Was anderes als die anderen Gegner auf jeden Fall. Anchor shot. Ha. Rush down. Why not? Ha! Why not? Ja! Eagle Eye! Ja! What would you have to do? Rolling smash! Anchor shot! Ha! Why not? Ha! Now, let's show them what we're really made. Double spinning edge! Mm-hmm. Anchor shot! What would you have me do? Ha! Hit it! No! Let's do this! Super! Der Schaden ist echt krass von der Fähigkeit, ne? Immer mehr, ne? Anchor shot. Ha! Eagle Eye. Why not? Why not? Double spinning edge. Yeah. Ow. What would you have me do? Go for it. Komm schon. Prominence. Revolt. Boah, der Schaden ist krass, ey. Anchor shot. Ha! Okay. Double spinning edge. Rush down. Easy peasy. Easy peasy war's nicht. Boah, ab du blöde Adler da oben. Der Kompass ist manchmal echt ein bisschen. No! We lost the upper hand! Ow! Kleinkriminelle! Listiger Truthahn? Was? Ow! Und wie stark. Our emotions are in tune, Rex! I like your rush anchor shot! Ha! No way. Yeah! Double spinning edge! Oh! Yeah! Ich glaube, die müssen wir einzeln rauslocken. No, we lost the upper hand. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Das könnte alles ein bisschen dunkel sein für euch. Unser Schaden ist aber nicht so hoch, wie ich es mir wünschen würde. Our emotions are in tune, Rex. My thoughts exactly. Rush down. Anchor shot. Ha!
Oh, no, you don't. Thanks for that. Double spinning edge. Rex, do you need a rest? It's getting tough. Yeah! What would you have me smash. As Hit you it. Wish. No! Flame Nova! Why not? It's okay. Ankershaw. You don't stand a chance against us now. Nein, bitte keine Verbündeten. Double spinning edge. Hit it, no. Flame Nova. Super. Why not? Also die Soundtracks sind echt geil. Ich hab's schon oft gesagt, aber... Verdiene ich einzeln dran. Let's show him a thing or three. It must have sensed our skill. Ha! Eagle Eye! Why not? Oh, no! Our emotions are in tune, Rex! My thoughts exactly! Rush Anchor down! Shot! Ha! Why not? Double spinning edge! Yeah! What would you Rolling have me smash! Do? Oh, no, you don't! Okay, go for it. Here we go! Ow! A stab! Boah, ist der Schaden krass von dem. You don't stand a chance against yeah. us now! Anchor shot! Ha! Why not? Ha! Ha! Double spinning edge! Ha! Ha! Oh, no, ha! You don't! Anchor what shot! Would you have me do? Ha! Why not? Rolling smash! Gah! Double spinning edge! Got Go it. For it! Let's do this! Rex, do you need a rest? Why not? Ha! Anchor shot! Ha! Ha! I'm all... Krass. Ah, die sind echt stark, ey. Das kann doch nicht sein. Hm. Ja, so schwer sind sie eigentlich nicht, aber wie mache ich das denn? Es fehlt so ein bisschen die faktisch. It's fine. We'll get them yet. Don't push yourself too hard. Das ist schon schwierig. Was haben wir denn für Möglichkeiten? So, was mir zuallererst einfällt, wir könnten mal kurz gucken, oder? Ja, genau, wir könnten mal gucken, ob wir Pyra verstärken können.